Hey, es ist mal wieder Panga-Zeit nach 2 Monaten. Ja, ihr kennt mich ja, ne? Sehr sporadisches Panga-Gespiel hier. Aber irgendwann sind wir hier auch am Ende. Naja, sag ich ja, ich kann nur spielen, wenn ich Lust und Laune habe. Und jetzt fängt wieder die scheiß Maus an zu haken. Oh Gott, einige Sachen ändern sich nie in diesem Spiel. Los, Maus, da links, da, da ist die Maus und Practice, fick dich. Ghost Practice, meine Fresse. Jetzt spackelt Nvidia rum und jetzt spackelt die Maus wieder rum. Ah, ist das geil. Ja, das macht doch wieder Spaß. Das macht doch wieder Spaß. Mein Gott, ich raste hier gleich aus zu Anfang. Jetzt ist auch die Frage, welche Map haben wir gespielt und welche Map haben wir nicht gespielt? Ice Inferno haben wir das letzte Mal gespielt und Mystic Ruins haben wir gespielt. Wo sind wir? Mystic Ruins auch da. Na, Pinkwind werden wir sowieso gespielt haben. Ich hasse diesen Stuhl. Ich wollte den schon so tausendmal oft erlöten. Wollte ich gerade sagen. Nein, Öl. Aber... immer wieder vergessen. Ich weiß gar nicht, habe ich eigentlich noch scheiß Öl hier? Kann sein. Toll. Wenn ich Öl habe, dann weiß ich nicht, wo es ist. Ja. Abbot mein. Ich glaube, wir spielen jetzt Abbot mein. Oder was? Sieht das aus, ne? Deep Inferno, habe ich eine Meinung. Haben wir auch schon gespielt, damit ich euch an diese schöne Musik erinnern kann. Pinkwood werden wir definitiv auch gemacht haben. Also die ganze linke Seite werden wir gemacht haben. Ja, ich glaube, dann haben wir noch Abbot mein. Shining Sand wahrscheinlich auch nicht gespielt zu haben. Lost Seaway. Hallo? Lost Seaway. Habe ich auch nicht gespielt. Eastern Valley auch nicht. Oh, also wären es theoretisch noch 4 Parts. Okay, es sind nur noch die Maps, die mir fehlen. Haben wir auch Wiz City gespielt? Wiz, White Wiz, Wiz City, ja. Okay. Oh, es sind echt nur noch 4 Maps. Das heißt, nur noch 4 Parts. Außer, ich... ja, einer wollte mal mit mir spielen. Ich weiß gar nicht, wollte der das offline machen? Oder wollte ich ihn, dass ich mit aufnehme? Weiß ich jetzt nicht, aber... scheiße, oh Gott. Kopf so voll. Oh, ich muss mal wieder unter. Wie ist das Programm nochmal? Discord? Discord gehen und nachgucken. Mein Gott, ey. Tut mir leid, es tut mir leid, aber scheiß Kopf ist so voll, ey. Deswegen komme ich auch kaum zu Panga-Spielen. Ja, du spielst ja noch andere Spiele, ja. Aber auch immer nur abends nach der Arbeit irgendwann, wenn ich mit der zweiten und dritten Arbeit fertig bin, so ungefähr. Hahaha. Und wenn die Maus auftaucht, wo bist du, Maus? Hallo? Hallo? Maus? Abort mein? Scheiß Ding. Los. Danke. Du Arsch. Dann haben wir noch eine Kugel, 3 und geht natürlich für 18 Löcher. 30, das wird wohl einfach funktionieren, weil. Ja, wir drücken einmal die Leertaste und dann geht alles schneller. Und aber los! So, irgendwie, ich glaube, die Map kenne ich absolut gar nicht. Abbot mein. Wenn das schon klingt. Das klingt, oder der sieht eher aus nach Dings hier, nach, ist das White Wiz, Wiz City oder so? Die waren auch irgendwie so designed, so ungefähr, ne? Geht's berg runter? Kein Vollschlag oder doch Vollschlag? Ich weiß nicht, ich habe auch so ein bisschen Mitwind, aber ist das dieser komische blaue Wind, der sich dreht? Drehst du dich, Wind? Ich hab keine Ahnung. Wenn, es geht ja sowieso, ne? Das vergesse ich jetzt mal. Geht ja um nichts hier, das ist ja scheiß Coach Practice. Ja. Man könnte versuchen, ein Versus zu machen oder ein Tournament, aber naja, würde ja theoretisch auch nicht ändern, ne? Man spielt ja immer noch alleine, bloß dass man bei Versus eben den anderen mal zugucken muss. Und irgendwie, ja, ich hatte es das eine Mal, als ich es versucht habe, nicht hinbekommen, aber das ist auch schon so lange her, vielleicht sind sie ja die Server mittlerweile ein bisschen voller, voller. Oder ich bin einfach immer nur zur falschen Zeit hier online, ne? Wenn jetzt hier mehr Amerikaner spielen, wir haben ja auch einen Zeitunterschied von, keine Ahnung, 8 Stunden, 9 Stunden oder so. Glaube ich. Keine Ahnung. So eine Sache, die könnte man einfach googeln, ne? Aber ja, das Googeln wird hier gerade ein bisschen schwer. Weil der Computer gerade belegt ist von irgendeinem so Panga-Spiel. Du kannst zwar mit dem Handy jetzt googeln, aber das lenkt nur ab. Weil gleichzeitig reden, spielen und googeln, das wird ein bisschen sehr schwer. Kannst du Rennfahren und gleichzeitig reden und talken, das reicht mir schon. Ja, heute war wieder ein toller, ja, heute ist Sonntag. Heute war wieder ein toller Sonntag. Warum? Ich habe zwar irgendwie lange geschlafen, aber nicht wirklich gut geschlafen, weil ich... Gott! So ein Mist geträumt habe die ganze Nacht. Wo du denkst du auch so, wie kann denn das Gehirn denn sich so eine Scheiße ausdenken, ey? Brät sich irgendwas zurecht von wegen Arbeit und irgendwie zukünftige Arbeit und... irgendwelchen anderen wilden Sachen zusammen, wo du auch nur so denkst, wie kommt man so auf so eine Scheiße, ey. Gott.
Und das sind dann irgendwie die Träume, die vergisst man sogar nicht, oder? Meistens ja so, wenn man träumt und aufwacht, dann ja, weiß man nicht, von was man geträumt hat, aber an den kann ich mich gut erinnern, an den Traum. Und dann denke ich mir auch so wirklich so, was für ein Scheiß hast du geträumt, Digga? Das war wirklich so ein Traum, wo... Ja, der einen den Schlaf geraubt hat. Also während der Zeit, wo man diesen Scheiß geträumt hat, hat man nicht wirklich geschlafen, sondern war wach. So hat man das Gefühl gehabt. Und deswegen habe ich ein bisschen länger heute geschlafen. Was ist das? Keine Ahnung, was bringen die irgendwas extra oder so? Oder machen die einfach nur kling, kling, klong, kling? Oder kriegst du gleich nur B, wenn du einen davon mit wegnimmst? Auch nicht? Okay, dann. Deko hier oder was? Das wird ja gefunden. Found, was? PM Airtune Hairband? Okay. Ja, die haben ja auch wieder per Post irgendwelche komischen. Keine Ahnung. Ich habe auch so eine Box und noch irgendwas anderes geschickt, wo ich auch so dachte, okay. Kann man sich hier nicht alles kaufen? Nee, nicht, kann man sich nicht alles. Man kann sich ja hier donaten und dann kriegst du ja auch irgendwelche Gacha-Dinger und dann. Kriegst wahrscheinlich auch irgendwas, was man sich nicht kaufen kann. Die müssen ja auch irgendwie die Server bezahlen, ne? Du brauchst wahrscheinlich so einen allzu heftigen Server für das Spiel. Aber ja, die müssen auch laufen, ne? Du brauchst auch ein bisschen Geld. Ich habe ja schon mal versucht, einen Server zu machen. Hat ja funktioniert. Kurze Zeit. Und dann irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung. Was ich jetzt falsch mache, was ich damals nicht falsch gemacht habe. Mal dagegen schlagen? Fliegt er dann von links nach rechts oder so? Ich habe keine Ahnung, aber wir sind da oder wir sind hier, um es herauszufinden, ne? Klick, klick, ping, ping. Ich wollte sagen, natürlich, das sah doch schon so aus, als wenn man da raufschlagen sollte, aber ich wollte sagen, die fliegen super gegen sich selbst, gegen diese blauen Dinger, aber nicht super zum Loch. Und komm, du willst wieder schön ein garantiertes Hio. Denn es ist so lange her, dass ich ein Hio gemacht habe. So lange her. Und gestern habe ich auch einmal eine Sache gemacht, die ich auch schon, ja, die auch schon lange her ist. So lange her. Gebohlt. Kaum zu glauben, ich war ja immer gar nicht mal so scheiße. Zwar nicht jetzt besonders gut, aber auch nicht so scheiße, wie ich dachte dafür, dass es schon so lange her ist. Aber wenigstens, es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Es war zwar ganz schön teuer. Ich hätte nicht gedacht, dass es so teuer ist. Aber es hat Spaß gemacht. Und ich habe immer noch diesen ekligen Schmierschnupfen. Den habe ich jetzt schon seit irgendwie fast einem Monat, ey. Oh, auf rumzuknirschen, du Scheißstuhl. Okay, ja, den kennen wir irgendwie aus Silver Cannon. Diesen komischen Ventilator. Ich weiß gar nicht. Mussten wir einfach nur darüber schlagen? Oder mussten wir wieder reinschlagen? Ah, ich weiß es nicht. Kann man mal probieren, ne? Einfach nur. Ich schlag einfach mal darüber und schau mal, ob der Ball nach oben geht. Die scheinen nicht wirklich, aber ist egal, weil ich es trotzdem auf dem Hügel geschafft habe. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ich komm doch gar nicht hin. Oh, das geht minus 21 nach unten. Oh, komm, ich glaube. Ich glaube, da kommen sie leck. Locker hin, da muss ich nicht mal volle Power schlagen. Ja, keine volle Power und den guten alten. Haha! Tomahawk! Viel zu weit! Oh! Oh, nur gar nicht mal zu weit, nur ich habe leider nicht getroffen. Und ich vergesse jedes Mal, der hat sich ja so einen großen Span. Oh, einen großen Span. Naja. Kommen ja auch alle Statistiken kaufen, ne? Alles. Alles kaufen. Das, was ich niemals in der offiziellen Version machen konnte. Obwohl ich da so viel Zeit reingesteckt habe, aber. Naja, das ist aber auch ein Free. Fuck! Ein Free-to-Play-Spiel, ne? Da muss man eben viel Zeit reinstecken oder Geld. Ich weiß auch gar nicht, ob die mobile Version für Handys mittlerweile freigeschaltet ist für alle anderen. Oder ob das immer noch rein für, Thailand, Koreaner oder so freies. Kann sein, aber das war dann auch über dieses komische Line oder wie das heißt. Was? Ist das ein Soundbug oder wer soll hier rüttel macht?
Keine Ahnung, ist mir egal. Ich werde jetzt einfach mal schlagen. Volle Power mit Backspin. Das wird schon was. Frage, ist das volle Power oder musst du unbedingt Max machen? Aber ich habe nicht mal beides getroffen. Ich habe weder Max getroffen noch einen Backspin gemacht. Ja, manchmal, selbst wenn man nicht trifft, ne, dann sind die Schläge trotzdem gut. Ich habe auch schon mal ein Neo gemacht, obwohl ich volle Power verzogen habe. Da merkt man eigentlich, wie schlecht man hier, ja, im Kopf berechnet, ne? Man muss sich so wie die damals die ganzen verrückten japanischen Pros machen und irgendwelche Pizzas und die Lineale nehmen und so weiter, um dann immer Neos zu machen. What? Hier ist so eine komische Dingsführung. Okay. Oh, ich versuche da einfach mal reinzuschlagen. Jo, die ist höher, ne? Okay. Aber hätte ich nicht auch theoretisch einfach auf den Hügel schlagen können? Ich weiß es nicht. Egal, wir machen einfach mal rein. Ist es nicht so gemacht worden, dass du links hier automatisch da reinwanderst? Warte. Doch. Oh. Die haben es gemacht. Wahnsinn, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Los, Ball, Rolle. Ja, genau da rein. Sehr gut. Ich wollte sagen, kriegst du auch nicht Overdrive, ne? Ordentlich Overdrive. Gäb's die Map damals in der offiziellen Version, hätte ich sie bestimmt gespielt, aber naja, ich habe sie auch aktiv gespielt. Aktiv in Season 1, 2, 3 und 4 gespielt. Und theoretisch, naja, 5 gab es glaube ich nicht wirklich, oder? Ich glaube, Season 4 ist ja schon Fresh Up. War 4 schon Fresh Up? Ich habe keine Ahnung. Ja, schon lange her. Warum spiele ich dieses Spiel überhaupt noch? Das ist so alt. Es existiert nur noch dieser Fanserver. Sonst existiert auch nur noch der thailändische Server. Glaube ich, vielleicht haben sie den auch mittlerweile abgeschaltet. Ne? Ich sehe ja nicht so, als wenn ich irgendwie Pangia News überlesen würde oder so. Ne? Ah, Pangia News. Wahrscheinlich hat der Entwickler Entrev oder wie der auch heißt, mich mittlerweile schon ganz anderen Projekten gewidmet. Schön, dass ich jetzt gerade nicht weiß, wo ich hinschießen soll. Okay, das ist Roach. Und sehr, I have no idea, wie I can da hinspielen. Geht's einfach hier hin. Ja, und eigentlich jetzt, wo die neuen AMD-CPUs rausgekommen sind, müsste ich mir jetzt eigentlich auch mal einen neuen CPU kaufen. Ne? Denn der neue AMD-CPU, also alleine schon der 12-Kern, der rausgekommen ist, ist dreimal so gut wie mein jetziger CPU. Ich muss so denken, okay. Ach du Scheiße, naja, mein CPU ist auch schon uralt. Gerade in der Videoberechnung würde ich das bemerken. Weil ich muss ja jetzt die ganzen Videos umberechnen, die ich digitalisiert habe. Oh, und ich habe ein einziges Video schon berechnet, ne? Also umgerechnet hier mit Stabilisierung und so. Ach du Scheiße, der hat 6 Tage zum Rendern gebraucht. 6 Tage. Komplett. Von morgens bis abends. Du Scheiße. Und dann denkst du auch noch, oh, ja super, davon hast du jetzt noch irgendwie 20 Stück. 20 mal 6. 3, 36. 360? Kann ich nicht rechnen? Doch, 20, ne? Was habe ich gesagt? 6 Tage. 6 Tage, 20 Videos ungefähr. 6 Tage, 12, 120. 120 Tage, so. Mann, ich kann auch nicht, überhaupt nicht rechnen, ey. 120 Tage, das sind 4 Monate, ne? Ach du Scheiße. Ich will ja ganz bestimmt keine 4 Monate berechnen. Ich brauche unbedingt die neue AMD-CPU. Eigentlich will ich auf den 16-Kerner warten, der auch noch irgendwann kommen soll. Ein paar Monaten. Aber ist auch so fucking teuer. Aber naja, wie oft tue ich schon einen neuen Computer oder neue Teile für einen Computer? Schon lange her. 2011, wie gesagt, ist das meiste aus meinem Rechner. Alles schon alt. Alt. Ach, hier ist wieder so eine komische Kuhle. Guck mal, geht fast direkt aufs Dings hier. Auf, okay, ist das... Oh Gott, ist das hoch. 2i, 3w, keine Ahnung, es geht ja um nichts, ne? Ich will Overpang haben. Overpang haben will ich. Oh.
Okay, 3i passt schon mal nicht. Aber so 5i und dann Powerschuss. Ist der nicht denn theoretisch höher? Versuchen es einfach mal. Mache ich dann noch sogar einen Powerschuss? Dann geht er ja theoretisch weiter, ne? Aber da muss ich unbedingt genau den machen. Los, hoch damit hier! Los! Hoch! Geht doch. Jetzt kriege ich aber keine Overdrive mehr. Bald zweite Runde. Fliegt der ja bald raus. Hallo, dreh mal dich durch. Das hätte aber ordentlich Punkte gegeben, okay. Oh, die Maus ist wieder nicht zu sehen. Ich kann nicht rechts klicken. Oh, Maus, tauch auf. Was ist so dumm? Der verschwindet einfach. Du kannst dich nicht bewegen. Den Fehler hatte ich ja noch nie. Ja, bestimmt auch alle keine Logitech G5. Ach nee, die habe ich theoretisch auch nicht mehr, ne? Aber ja, die ist noch angeschlossen. Also, ich verschulde sie einfach mal nur, dass sie angeschlossen ist. Auch ein bisschen blöd, wenn man so hochgeskillt ist, dass das Ding so langsam ist. So langsam. Na, die meisten Kurse hier haben leider auch nicht so eine phänomenale Musik, ne? Deswegen ist ja Deep Inferno oder wie das heißt, die komische Lava-Welt mir so gut im Gedächtnis geblieben, weil die Musik so richtig gut war. Dum 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 dum. Dum dum. Wo die andere Musik, die da drin ist. Ich sag ja, Season 3, da haben sie sich auch richtig Mühe gegeben. Richtig Mühe. Ja, wohl so schlecht hört die sich auch nicht an. Wenn man mal die Fresse hält und mal zuhört, ne, dann denkt man auch so, ja, so scheiße hört sich's ja auch nicht an. Los, wir können auch beschleunigen hier, weil wir haben ja nur 30 Minuten eingestellt und wir sind ja gerade mit der Hälfte fertig und wir haben noch genau 15 Minuten. Also, Gas geben. Darf nur nicht verkacken. Darf nur nicht verkacken. Und ich darf auch nicht vergessen, die Map hier aufzuschreiben in meine Liste. Zum Glück habe ich vorher nachgeguckt, sonst hätten wir nochmal Ice Inferno gespielt. Hm. Getränk. Und hier ist wieder diese komische Rutsche. Okay, die sieht aber jetzt aber gar nicht mal so weit entfernt aus. Okay. Will schon was? Oder? Oh nein! Nächster Versuch. Dann diesmal mein Powerschuss. Erstmal, welchen hatte ich überhaupt gerade genommen? Habe ich 5i genommen? Vielleicht? Weiß ich nicht. Habe ich? Habe ich 4i genommen? Wir nehmen lieber einen mehr. Ich glaube, ich hatte 4i genommen. Nur eben kein Powerschuss. Es geht da hoch. Danke. Oder? Ja, danke. Und beschleunigen! Denn wir haben nicht ewig Zeit, denn die Uhr tickt und tickt. 13 Minuten. Tick-tack, tick-tack, tick-tack. Mann, das hat aber jede Menge Overdrive gegeben. Jede Menge Overdrive. Willst du wohl? Los, los, los. Okay. Alles klar. Putten, genau. Ich will putten. Fuck, ey. Es ist so slow. Ja, ich klick schon. Oh Gott, das ist eigentlich viel zu weit. Viel zu weit. Aber ich habe keine Lust, noch einmal zu warten. Das ist wieder das Ding. Hallo. Los, schneller. Ich habe halt keine Zeit. Hallo, schneller putten hier. Los, Turbo-Putting. Wir haben hier schon hart verkackt. Blöden Bogi. Bobby. Es ist ein Boogie, aber wegen der OP. Okay, sogar noch 5 war da drinnen. Nichts gut. Und dann wird das Wetter schlecht, dann wird nur das Wetter schlecht. Wo ist das scheiß Ding nach denn? Ja, der Wind spielt mit, aber wir haben kein Dings hier. Doch, wir einen einzigen haben wir. Reicht das? Kann ich auch noch nach oben spielen? Ich weiß nicht.
sag einfach mal, nee, das schaffen wir nicht. Auch wenn dieser Luftventilator da ist, aber pff, irgendwie sah das in einem Map nicht so aus, als wenn er irgendwas gemacht hätte. Ah, da kommen wir doch locker rauf. Komm, komm, komm. Siehste, genau. Ganz viele von diesen komischen Kristallen weggemacht. Komische ruhige Musik, ey. Auch komisch, so manche Spiele, die in letzter Zeit rausgekommen sind, da habe ich schon mal Lust, mal irgendwelche zu spielen. So wie Spyro, diese komische Remake. Trilogie, die gemacht haben, aber die gibt es ja nur für Konsole. Ich war auch so, ja, dauert ja nicht mehr lange, bis die für PC rauskommt. Aber das ist wahrscheinlich so wie bei Crash Bandicoot, wo ich auch nur so denke, ja, dann kann ich es ja mal für PC spielen. Aber irgendwie, ja, habe ich es bis jetzt noch nicht gemacht. Na, wie scheiße, die Kuni 2, ne, auch immer noch nicht gespielt, immer noch nicht gespielt. Aber ich will sie ja alleine spielen, nein, ich will sie nicht aufnehmen. Weil das wäre dann ein Blind Let's Play und ich kann mir selbst keine Blind Let's Plays angucken, also mache ich auch keine Blind Let's Plays. Ist ja immer so, man soll immer nur machen, was man selbst gucken würde, so ungefähr. Das Lustige ist, ich gucke die ganze Zeit Technik-Videos, aber ich mache keine Technik-Videos, weil ich zu faul bin, um selbst Technik-Videos zu machen. Weil die sind ja auch viel schwerer, obwohl... Nee, ich habe ja nur so ein bisschen was mal gemacht, ne? Nur so eine Vorstellung von meinem Gammel-PC hier. Dann habe ich ja nochmal irgendwann, glaube ich, einen anderen PC gehabt oder ein Notebook. Weiß ich gar nicht, auch bin gar nicht mehr, schon so lange her. Ich habe mal ein Video, also sogar ein Video gemacht, das habe ich niemals released, hahaha. Beziehungsweise, das habe ich schon released, aber auf den Kanal, wo ich noch nie nichts weiter released habe, weil, ja, ich dazu nicht kam. So viel Zeit hast du gar nicht, dann musst du wirklich schon arbeitslos sein oder, ja, von YouTube, also, leben, so ungefähr, so. Dass es deine Arbeit ist. Sonst wird das richtig schwer, da musst du ja wirklich den ganzen Feierabend opfern, aber auch keine Lust drauf. Wo wir ja auch was vom Feierabend haben, ne? Und wenn du die ganze Zeit nur arbeitest nach der Arbeit, dann bist du irgendwann wahnsinnig. Deswegen habe ich ja manchmal schon Probleme, einfach nur scheiß Let's Play aufzunehmen. Wenn du schon Let's Play jetzt als Arbeit ansiehst, naja, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Weil naja, für mich ist das ja nichts, ne? Ich riskiere noch gar nichts, ich lebe nicht davon. Ich muss nicht unbedingt irgendwelche View-Zahlen erreichen oder so weiter, ich kann einfach... zeigen, aufnehmen, was ich will. Ich kann auch das F-Wort fallen lassen. Ich muss nicht auf irgendwelche werbefreundliche Scheiße oder so hoffen. Ich kann, ja, ich kann auch einen den Konzern niedermachen oder hier schlecht bewerten oder sonst irgendwie. Das ist mir alles kackegal. Das ist der Vorteil, wenn man kein Partner ist. Sonst ist das Video, nein, du bist werbeunfreundlich. Du kriegst jetzt keinen einzigen Cent mehr für all deine Videos. Fick dich, fick dich. Kriegt doch sowieso kein Geld. Dann sperren wir halt den Kanal. Danke. Ich war das denn? Dann gehe ich halt zu Clipfish. Oder mein Video. Oh Gott, ey. Oder was gibt's sonst noch? Vimeo. Ich wollte gerade sagen, Blip gibt es auch schon lange nicht mehr. Da waren ja auch ganz viele Content Creator gewesen, ne? Wahrscheinlich, weil Blip ein besseres. Ja, die haben bestimmt mehr. Vom Blip bekommen, da ist es auch nicht so ein Wegen so, nein, das darfst du nicht sagen, ah, nein, das darfst du auch nicht sagen. Blip wahrscheinlich einfach nur gesagt, ja, oh, okay, wenn du in dem Rahmen bist, alles gut, kannst du doch alles machen. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich Blip.tv down gegangen ist damals. Weil, wie sagt der, hier, Guy vs. Glasses, Nostalgia König, der war ja auch da gewesen und noch ein paar andere, die ich kannte. Und wie gesagt, irgendwann war das Ding einfach weg. Willst du wahrscheinlich auch googeln wieder oder auf die Wikipedia-Seite gehen, da steht es wahrscheinlich auch, warum es mal down gegangen ist. Ich weiß nur von damals von Stage 6, warum die down gegangen sind. Weil da war so viel Scheiße drauf, ey. Die kam einfach nicht zurecht. So viele Serien und Filme auf dieser Seite, so viele, ey. Grund im Boden verklagt wurden sie. Grund im Boden, ich weiß noch, dann die letzten Tage auf der Plattform, ey, das war so eine Müllhalde. Weil er auch keiner mehr, kein Moderator oder sonst irgendwas mal gemacht hat. Weil das, die dachten sich eh, das Ding wird in der Woche gelöscht. Oh Mann, ey. Das hätte man für die Nachwelt aufbewahren müssen. Aber ich glaube, ich überlege gerade, habe ich ein Video mal davon gemacht oder so damals? Glaub nicht. Und wenn du es heute googelst, findest du nichts mehr, außer vielleicht nur einen Beitrag oder so. Ist auch schon lange her, ne? Dass Stage 6 down gegangen ist. 2.7? 2.8 oder so? Das war auf jeden Fall, wo YouTube noch richtig scheiße war, also von der Geschwindigkeit und von der Videoqualität her. Ja, wesentlich hat sich das verändert, ne?
Das war immer noch nicht das Beste, weil auf 1080p sehen jetzt immer noch Rennspiele immer noch irgendwie scheiße aus. Auf H264. Auf VP9 geht das schon einigermaßen, aber das macht er nicht immer. Sonst musst du ja eben die Videos leider in einer höheren Auflösung hochladen, damit er eben eine höhere Bitrate gibt. Aber naja, irgendwo müssen die auch ein bisschen, ne, Speicherplatz sparen so ungefähr, ne? Auch wenn die für ein Video 1000-mal das Video drin haben, ne? Für alle Qualitätsstufen. Wenn du es in 4K hochlädst, dann hast du es ja wirklich, einmal in 144p, einmal 240p, einmal 84p, in 720p, in 1080p, in 1440p, in 4K und dann noch in 30fps-Version, in 60fps-Version, mit Opus-Ton, mit AAC-Ton, mit VP9 und mit H142. Ja genau, das ist eine richtige Scheiße. Du denkst doch schon, dieses eine Video frisst so viel Festplattenspeicher, ey, bei denen. Digga. Ich will mal die Farben von euch sehen, die Renderfarben. Die Renderfarben, ja. Die Renderfarben auch, aber. Wo ihr den ganzen Scheiß gelagert habt, Digga. Und dann müssen die ja noch aufpassen, dass die Festplatten, wenn die abschmögeln, dass die ganzen Backups haben. Und ach, du heilige Scheiße. Ich will gar nicht wissen, was das für eine Arbeit ist. Und was das denn Geld kostet. Boah, kann man gleich wieder denken. Naja, ja, deswegen muss YouTube wahrscheinlich leider so in den Arsch kriegen für die ganzen Werbungsfutzeltypen. Ansonsten können die den Kram ja nie im Leben bezahlen. Und da heißt einfach so, ja, Google, YouTube lohnt sich nicht mehr, ja, wir machen einfach YouTube zu. Okay. Oh, das ist halt so. Kann ja passieren, ne? Ja, weil die ziehen wirklich irgendwann Stecker, weil es sich nicht mehr lohnt. Oder die... Oh Gott, das klappt. Ja, oder eben, die verlieren ihre Nutzer, ne? Es geht ja, wie gesagt, schneller als du denkst. Also, es gab damals so eine ganz bestimmte große Internetseite, wo man viele Sachen runterladen konnte. In DE und Comform. Da hat man wirklich alles bekommen. Alles. Es gab eigentlich fast, der war fast konkurrenzlos gewesen. Dann kamen so ein paar Konkurrenzsachen und so weiter, aber die hatten im Leben keine Chance gegen diese Seite. Und irgendwann ist die Seite, dann hatte was verändert, ist abgestunken, hat Leute verloren und dann irgendwann ist sie auch komplett verschwunden. Verdichtet. Puff. Weg. Denkst auch so, damals hätte man auch, 2006, hätte man nie im Leben vermutet, dass diese Seite irgendwann mal down geht. Also, dass sie keiner mehr benutzt, das Müll, weg. Aber so ist es. Ich überlege gerade, wie war nochmal Spike gewesen? Spike. Cobra. Wo scheinbar irgendwo an? Ich weiß nicht mehr, Cobra. Ich meine Spike. Was ist, wenn ich Dings hier, wenn ich den hier mache? Ja. Dann zeigt es mal an. Cobra ist rechts hoch, okay. Ach ja. Ach, ich weiß, du bist auch ein Idiot. Du musst ja auch den Powerschlag dafür machen. Idiot. So, Cobra. Rechts hoch. Das war fast zu wenig, oder? Echt so? Verdammt. Ich hatte gerade Cobra. Ich wollte doch... Nee, du warst schon richtig gemacht. Na, so wie einige große Firmen, ne? Sind ja auch pleite gegangen, oder? Kurz davor, so wie Karstadt. Wo man so denkt, so, gosh, da wird nie was pleite gehen, genau wie Otto oder so, aber... Ja. Zeiten ändern sich. Man ist eh nicht ewig die Platz, die Nummer 1. Wer weiß, vielleicht ist das auch irgendwann mit Google. Jetzt natürlich sieht das im Leben nicht so nach aus. Oder bei Amazon oder sonst irgendwie, aber... Wie gesagt, weiß nicht, was die Zukunft bringen. Vielleicht sind die irgendwann nur so obsolet, da weiß niemand mehr, was es ist. So wie Kassetten und wie Videokassetten, normale Kassetten, CDs mehr und weniger, Disketten. Ach, Disketten habe ich, glaube ich, schon gesagt, ne? Eben damals, was so damals gang und gäbe war und heute so keiner, also keiner mehr kennt. Und wir haben es geschafft. Wow, wir minus 14, phänomenal. Oh mein Gott, ich level bei... Oh Gott, wie viele Erfahrungspunkte brauchst du denn, um zu leveln, ey? 32.000, ey. Gut. Wenn die Maus es erlaubt, will ich auf Kreuz gehen. So, Dankeschön. So, dann sage ich Dankeschön und auf Wiedersehen und schalten Sie mal wieder ein, denn drei Parts müssen es doch sein. Uah. Und es werden wahrscheinlich auch drei Parts, außer wie gesagt, es kommt noch ein Together oder so. Vielleicht auch nicht. Vielleicht will auch die Person, dass wir aber nur so spielen und ich nicht aufnehme oder so. Oder vielleicht will die auch mit bei sein, obwohl bei Togethers bin ich jetzt nicht so gut. Also das eine Together, was ich mal vor Ewigkeiten gemacht habe, ist an sich eigentlich katastrophal geworden, weil, naja, keine Ahnung. Obwohl das eigentlich ein langjähriger Freund war, ist es trotzdem irgendwie komisch katastrophal geworden. So ist das eben, wenn man sich unsicher ist. Naja.
Egal, wir schauen, was die Zukunft bringt, ne? Und auf YouTube bis dahin noch existiert. Leb wohl, leb wohl.